Die kommende Tattoo Convention in Husum finde ich unwahrscheinlich spannend. Es ist was Neues. Es ist halt etwas, was noch nicht da war. Da ist auch ein bisschen Internationalität dabei, spannende Stile. Ja, ich finde, das war überfällig. Also gut, dass das jetzt endlich mal jemand in die Hand genommen hat. Und ich denke mal, das wird auch gut besucht werden. Ich schätze, das wird auch nicht die letzte Tattoo Convention hier in Husum sein. Oh, geil! Ich freue mich drauf. Tattoos sind ja halt was Bleibendes. Sachen, mit denen man sozusagen seine eigene Geschichte oder ähnliches auf sich selbst festhalten kann, wie so ein kleines Tagebuch. Also meine Tattoos erzählen eigentlich ein Stück weit meine Lebensgeschichte. Also ich habe hier diesen Ponyarm, den Kai gemacht hat, und das erzählt irgendwie so meine Kindheit. Ich habe auf den Waden Husum verdammt stehen. Bin halt einfach Husumerin. Und wie gesagt, die Möglichkeiten, die man wirklich hat, das, was man mit dem Tattoo ausdrücken will, optisch auszudrücken, sind halt um ein Vielfaches besser als jetzt noch vor, sagen wir, 30 Jahren oder 40 Jahren. Sozusagen das Limit ist deine Fantasie. Du kannst aber, wenn du das Handwerk wirklich beherrschst, aus einem ganz einfachen Motiv eine wundervolle, klare Geschichte machen. Wenn das dann halt am Körper vernünftig sitzt und halt einfach strahlt. Also mein Ziel ist natürlich, so viel wie möglich voll zu kriegen, außer Hals und Gesicht. Aber ansonsten bin ich da eigentlich offen.